Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir das italienische Flatbrot, und zwar Focaccia, Cece Ococcia. Schön fluffig, ohne Kneten. Da es ein Hefeteig ist, müssen wir relativ lang warten, aber kaum uns anstrengen. Das Ganze ein paar Mal umrühren, dann warten, falten, warten, falten, warten, falten, wieder warten, längere Zeit warten, dann wird es schön fluffig. Und danach können wir das Ganze schön entweder mit den Fingern schön formen oder ein Muster aus Gemüse draufhauen. Und das machen wir so, wir machen eine Eule aus Zwiebeln drauf. Und es wird dann ein schönes Bilderbuch Focaccia. Für meinen Focaccia-Teig habe ich hier 460 Gramm Mehl. Dazu habe ich 350 Gramm lauwarmes Wasser, 7 Gramm Trockenhefe, 8 Gramm Salz und 8 Gramm Olivenöl. Zuallererst nehmen wir unsere Trockenhefe und unser Wasser. Und lösen unsere Trockenhefe schön in diesem Wasser auf. Nehmen wir das auf die Seite. Dann nehmen wir unser Mehl. Dann nehmen wir unseren Teigschaber. Und geben unsere 8 Gramm Salz hinein. Vermischen Mehl und Salz miteinander. Daraufhin geben wir unser Hefewasser hinein. Und mischen das nicht mit den Händen, sondern mit unserem Teigschaber. Schön den Boden unterheben und jetzt geben wir unser Olivenöl hinein und vermischen das jetzt so lange, bis das Olivenöl in den Teig hineingearbeitet wurde. So, fertig. Oder wenn jetzt unser Olivenöl in den Teig hineingearbeitet wurde, schaut das Ganze so aus. Das wär's dann mit dem Kneten. Jetzt nehmen wir uns Frischhaltefolie und decken das schön ab und lassen das jetzt für eine halbe Stunde gehen und danach wird das Ganze gefaltet, und zwar viermal, und dazwischen immer eine halbe Stunde Ruhepause. So, nach einer halben Stunde ist das etwas aufgegangen, dann brauchen wir etwas Wasser. In das Wasser tunken wir unsere Finger ein, damit unsere Finger oder unsere Hand nicht am Teig kleben bleibt. Tunken unsere Finger rein. Jetzt wird das gefaltet viermal, alle 90 Grad. So. Hier rein. Falten. Und jetzt wieder abdecken und für eine halbe Stunde gehen lassen. Nach einer halben Stunde wird unser Teig zum zweiten Mal gefaltet. Finger befeuchten. Zum vierten und letzten Mal gefaltet. Man sieht schon die Luftbläschen. Ist gut. Ist gut, sehr gut. Dann habe ich eine Auflaufform oder eine Backform. Je nachdem, eine Backform. Das sind Durchmesser von 30 cm. Das müsste vollkommen ausreichend, damit das Brot ungefähr so dick wird. Jetzt brauche ich Olivenöl, schön reichlich, hier so drauf. Dann reibe ich das ein bisschen ein, damit ja unser Teig beim Backen auch nicht kleben bleibt. Dann nehme ich unseren Teig, der kommt da so drauf. Kurz wenden da drin. So, und jetzt versuche ich das etwas auszubreiten. Am besten gleichmäßig, schöne Luftbläschen. Jetzt decke ich das ab und forme das in 15 oder 20 Minuten wieder und lasse es dann für 40 bis 60 Minuten schön gehen. Wenn unser Teig jetzt nicht mehr so hart zurückploppt, mit feuchteten Händen, Fingern, breiten wir das jetzt nochmal aus, damit es schön hier am Rand. Nach einer Stunde sieht das Ganze so aus. Schöne Luftblasen, schöne Luft, flockig. Und jetzt kann man entweder mit dem Finger reingehen, aber ich werde das Ganze beschmücken. So, nehme etwas Olivenöl. Gebe ich so drauf. Jetzt kann man so Mulde reinmachen mit den Fingern. Das wollen wir aber nicht.
25 Minuten bei 225 Grad oben und unten der Hitze in den Backofen. Werden wir sehen, ob die Eule noch wie eine Eule aussieht oder ob es eine Amsel geworden ist. So, jetzt lassen wir unser Brot abkühlen und dann schneiden wir das Ganze an. Schaut das Ganze schön fluffig aus. Das wär's dann mit dem Focaccia Jeju Okocha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.